Oh mein Gott. Maulwurfsratte. Ja, komm. Nein, nein, nein. So wollten wir das nicht machen. Wenn man ein Stück Fleisch noch rausschneidet. Das ist bei jedem Spiel so. Irgendwie, ich habe einen Knochen gefunden. Was? Ein Skelett hat nur einen Knochen? Ich habe ein Stück Fleisch gefunden. Die Kuh hat ja wohl mehr. Ja, aber nur das kann man essen. So. Hallo. Irgendwas hier unter versteckt. Warte mal, das muss nicht super laut gewesen sein hier. Ich meine, ihr seid genau neben einer mehrspurigen Autobahn. Aus seinen Atomautos sind sehr leise. Das ist natürlich cool dann. Da, next exit. Ah, cool. So, als ob nichts passiert wäre. Wir haben noch so viele Orte, die wir noch nicht gesehen haben. Juhu, ich habe Licht und ich bin laut und ich habe einen Staubsauger. Was ist eure Ausrede? Ah, ich kann nicht sehen. Ich habe Erefu entdeckt. Yay. Erefu. Warten Sie, Sie gehören ja gar nicht zu denen. Ich hätte Sie fast über den Haufen geschossen. Kommen Sie hier rüber, bevor Sie von ihnen gesehen werden. Was zum Teufel tun Sie denn Ein hier Schreck draußen? bekommen. Ich habe diesen Brief. Das ist großartig. Aber ich muss mich momentan um wichtigere Probleme kümmern, als für diesen Ort das Postamt zu spielen. Was In denn? dieser Bank? Jauchegrube fängt bald die Kacke an zu dampfen und ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen tun kann. Hä? Was für Probleme? Raider oder Sklavenhändler? Was für Probleme? Naja, anfangs haben sie typischen Gangmist gebaut, Sachen kaputt gemacht und einen Heidenlärm veranstaltet. Aber sie warten immer Abstand. Aber letztes Mal sind sie zu weit gegangen. Sie haben alle unsere Brahmine getötet. Und Brahmine sind hier draußen lebenswichtig. Oh, Sprache 85%. Warum wehren Sie sich nicht? Schon mal einen von ihr umgelegt? Was sind Sie, ein Waschlappen? Was hat Sie denn aus der Ruhe gebracht? Hören Sie, Sie können mich ja für verrückt halten, wenn Sie wollen, aber diese Widerlinge haben etwas Unheimliches an sich. Ich meine, Sie haben doch die nötigen Waffen und sind stark genug. Warum also rennen Sie uns nicht einfach die Türe ein und bringen uns um? Wir stecken wirklich verdammt tief in der Klemme und könnten Hilfe gebrauchen. Meine Hilfe kostet oder? Nein, sowas helfe ich gerne. Ich will die Rampe hier nicht aus den Augen lassen. Man kann nie wissen, wann die Familie zurückkehren wird. Würden Sie mir einen Gefallen tun, die Häuser der anderen Leute hier zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht? Reden Sie mit David West, Karen Shenzi und Ken Ewers. Okay. Ich habe eine Nachricht für die Familie West von ihrer Tochter. Können Sie mir von den neuesten Ereignissen erzählen? Wo kann ich die Familie wohl finden? Okay, ich habe eine Nachricht. Ich kann die Nachricht nicht annehmen. Sie müssen sie wohl selbst einem Angehörigen der Familie West bringen. Früher lebten hier mehr Familien. Die meisten haben inzwischen ihre Zelte abgebrochen und sind in schönere Gegenden gezogen. Schönere Gegenden? Diejenigen, die noch hier leben, bleiben wegen der Familie in ihren Häusern. Ich glaube, die Familie lebt östlich oder nordöstlich von hier. Ich kann aber nicht genau sehen, wohin sie geht, weil sie immer im Dunkeln reist. Oh. Die könnten sich an allen möglichen Orten verstecken. In Hamiltons Schlupfwinkel, im alten Moonbeam Kino Oh, oder in der Kino. Metrostation Northwest Seneca. Yay. Markierung hinzugefügt. Vorsicht, ja, ich habe einen lockeren Abzugfinger. Ich wurde schon auf der erschossen. Und 13 Erfahrung bekommen. Yay. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war oder nicht.
Erfordert Schlüssel. Ja, dann machen wir doch mal. Aber natürlich erstmal die Waffe weg. So, warte. Bad. Nee. Da du hast einen Schlüssel. Entschuldigung. Ach so, Evers, schon gut. Oh, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Seht ihr das, seht ihr das? Juhu. Munition, immer gut. Schrotpatron. Hätte ich doch den mitgenommen, den Werfer. Den. Ah, ich vergesse, wie das heißt. Ach, das sind hier die Häuser. Auf der Brücke ist eine. Ist die. What the fuck? Auf der Brücke ist das Dorf. Habt ihr sie noch alle? Voller Schlüssel. Türklopfen. Ja, wer ist da? Ich gehöre zur Familie. Ach, er hat sie also geschickt. Es ist auch höchste Zeit, dass er endlich etwas unternimmt. Kommen Sie herein, ich werde die Tür aufschließen. Juhu. Wohlig. Es ist schön, in dieser Gegend ein freundliches Gesicht zu sehen. Yay. Das hat es hier schon lange nicht mehr gegeben. Ich habe eine Maske auf, egal. Ich heiße Clarence Chancy. Ich soll nachgucken, was halten Sie von ihm? Können Sie mir was erzählen? Okay. Ich habe schreckliche Angst. Ich bin froh, dass er wissen will, wie es uns geht. Aber wenn nicht bald jemand was unternimmt, bleiben wir ewig drin. Er ist ein erbärmlicher Feigling. Sein bestes Gegenmittel gegen die Familie ist es, sich im Haus zu verstecken. Klar, was die daraus schließen. Wo habt ihr die Kühe eigentlich gehabt? Sie werden denken, dass sie mit uns machen können, was sie wollen und wann sie es wollen. Das stinkt mir. Und King stinkt mir ebenfalls. Oh. Wir haben furchtbare Angst. Evan King hat jeden so eindringlich vor der Familie gewarnt, dass niemand einen Fuß nach draußen setzen will. Dieser Blödmann gibt hier den Ton an. Aber denken Sie, er würde etwas gegen unser Problem unternehmen? Nicht die Spur. Seufz hast du nicht ausgesprochen. Die terrorisieren uns nur ständig. Verlocken uns dazu, unsere Türen zu öffnen, werfen Flaschen an unsere Häuser und schreien uns an. Oh. Wenn King hinter mir stehen würde, würde ich rausgehen und ihnen zeigen, was ich von ihren Besuchen halte. Vor allem nach ihrem letzten Überfall. Ach, tut mir leid. Klar, gehen Sie. Genau wie jeder andere auch. Ich konnte nichts anderes auswählen. Sorry. Hast du hier irgendwo was, was ich haben möchte? Also so richtig unbedingt? Scheinbar nicht. Also tschüss. Weiter geht's zum nächsten. Oh mein Gott. Hey, da unten. Huch, da ist ein Wohnwagen. Schon wieder so eine Ecke, die unwichtig ist. Ob es hier auch eine Oblivion gibt? Ah, Evan King, okay. Mal kurz gucken. Wir können es schaffen. Wir haben nichts verloren. Reparieren. Yay. Warum mit dem Schiff untergehen, wenn sie es reparieren können? 10 Punkte erhöht. Leer. Er wird, denke ich mal, nicht kommen. Um mich überraschen. Glaube ich einfach nicht. Warum sollte ich das stehlen? Munition. Na, Munition. Oh, Kaliber. Das ist, glaube ich, neu, aber. Wie viel habe ich denn? Ach nee, da habe ich noch genug von. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich viel.
Lohnt sich nicht. 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 Ah, jetzt muss ich halt wieder gucken, ob da was drin ist. Randale, ich bekomme von der Familie. Okay, ist aber nichts. Leer. 5. Ne, da 531 habe ich davon. Heftig. Und 32 habe ich auch. Ich habe richtig viel. Hab wohl Glück gehabt. Ich tue bei ihm einfach was rein. Oh, davon Magnum könnte ich mir eigentlich mal nehmen. Muss ich sagen. Also. Aber dann wiederum habe ich gerade keine, die stark genug ist, dass es sich lohnt. Aber geil, Reparieren Plus ist super. Reparieren Plus Statue ist super. Die Vests. Nein. Nein, die Vests. Kann ich die Pfanne auch benutzen, um das... Ich guck mal. Ja, kann ich. Oh nein. Aktivieren David West. Die Leichen des West haben Bisswunden am Hals, die bis zum Knochen tief sind. Oh, medizinische Untersuchung. Mathilda. Oh Mann. Och Manno. Die Leute werden denken, das waren andere. Och Manno, die arme. Also doch tot. Sie hatte halt Hoffnung noch, ne? Alles nicht so. So. 25 erst. What the fuck? Schlafen. Oh. Daneben schlafen. Du bist so eklig. Warum machst du das? Nur weil ich es dir sage. Das ist ekelhaft. Es ist ekelhaft. Wenn sie da unter eine Zeitschrift machen würden, wäre es fies. Wartet. Oh Mann, das tut mir leid. Wissen die, dass die tot sind? Und wo kamen die Viecher rein? Oh Mann. Irgendwo sollte noch jemand sein, oder? Habe ich nach jedem jetzt geguckt? Na, ich guck mal. Aufgaben. Oh. Das tut mir so leid. Hilfe für die Ausgestoßenen. Nein, nein. War das keine Quest? Ich muss immer noch in die Minenstadt, fällt mir mal so auf. Ach so, nee. Ach, das wollte ich ja später machen. Schon gut. Bla. Ich rede mal mit ihm. Ach Mann, das tut mir jetzt so leid. Das war die... Ah, Entschuldigung. Ich auch Angst. Der Tür klopfen. Hallo? Ist das der Briefträger? Ach, ich hoffe, mein Herbstkatalog ist endlich da. Wirklich? So ein Schwachsinn. Ah, sie verarscht sie bestimmt, um zu gucken, wer das ist. Ah. Ach, Eva.
Herbstkatalog? Kommen Sie doch herein. Einen Augenblick, ich sperre die Tür auf. Wissen wir, was ein Katalog ist? Was zum Teufel haben denn Sie hier drinnen verloren? Verschwinden Sie, verdammt nochmal! Warum so feindselig? Ja, ne, warte. Vielleicht liegt es daran, dass meine Frau verrückt geworden ist. Nein, warten Sie. Es liegt daran, dass ein paar Irre versuchen, uns umzubringen. Davon abgesehen habe ich nicht den geringsten Grund dazu. Wussten Sie, dass die West tot sind? Evan Kinn sagt mir, ich sollte nachsehen. Uns geht es bestens. Einfach herrlich. Ich liebe es, in meinem Haus zu sitzen und Däumchen zu drehen. Sonst gibt's nichts zu tun. Sagen Sie, Mr. King, den ganzen Tag hier herumzusitzen macht uns kein bisschen sicherer. Wir müssen etwas unternehmen. Mach ich. Wussten Sie, dass die Wests tot sind? Verdammt. Ich habe es ja gewusst, dass die Familie über die Stränge schlagen würde. Es war nur eine Frage der Zeit. Vielleicht sollte ich jetzt aufgeben und abhauen. Aber es ist einfach nicht fair. Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Heim. Warum sollte ich also gehen? Total aufgebaut. Naja, er ist Ortsbürgermeister oder Sheriff oder wie auch immer er sich nennt. Er hat hier ganz allein das Sagen. Wenn er sagt, dass wir ins Haus gehen und dort warten sollen, dann tun wir das auch. 200 Jahre und ihr kriegt es nicht hin. Ich weiß, ihr wart lange Zeit auch versteckt. Aber ich krieg nichts Besseres hin als diese Baracke auf einer Brücke. Es ist clever, es ist sicherer als irgendwo unten, aber kriegt ihr nichts Besseres hin? Ein kleines Dorf oder so? Alle suchen vor der Familie Schutz. An ihrer Stelle würde ich dasselbe tun. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann reden Sie mit Evan King. Mach ich gleich. Das ist verkommener Abschaum, der beschlossen hat, Arifu als privaten Vergnügungspark zu missbrauchen. Die sind völlig außer Rand und Band. Ich würde ja gern auf sie schießen, wenn ich könnte. Aber wenn man sieht, was sie den Brahminen angetan haben, würde ich das nicht lange überleben. Ich schieße auf sie, keine Sorge. Gut, verschwinden Sie. Ja, Sie sind vom Herumlaufen in dieser grässlichen Hitze bestimmt erschöpft. Ach, und hungrig sind Sie sicher auch. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Ich heiße Brayley Ewers. Machen Sie sich nichts aus meinem Ehemann Kenneth. Er ist heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Wussten Sie, dass Sie West tot sind? Bestimmt sind Sie nur todmüde vom Tanzen in der Scheune letzte Nacht. Mann, haben wir dort einen drauf gemacht. Okay, aber die Haare kannst du trotzdem noch machen, scheinbar. Ach, er ist ja so ein Schatz. Ich muss unbedingt noch mehr von diesen Konserven machen, die er so sehr mag. Irgendwann sind die Konserven doch alle. Ich verstehe die ganze Welt nicht. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich backt Mrs. West gerade ihre berühmten Plätzchen und die Kinder spielen alle im Hof. Ja. Draußen ist es so schön. Das Gras sieht um diese Jahreszeit wundervoll aus. Weißt du überhaupt, wie Gras aussehen kann? Wie schön, ich muss jetzt los. Okay, Sie wissen ja, dass vor 200 Jahren ein Krieg stattgefunden hat, oder? Wow, Sie haben ein totales Brett weg, oder was? Okay, Sie wissen ja, dass vor 200 Jahren ein Krieg stattgefunden hat, oder? Nun, darüber muss ich mit meinem Mann sprechen. Wir könnten es bei der nächsten Sitzung des Hausbesitzerverbands zur Sprache bringen. Ach, ich liebe diese Sitzungen über alles. Ich glaube, ich werde Brötchen mitbringen. Um was geht's denn, Da war doch noch was. Nee, doch nicht. Tschüss. Habt ihr irgendwas, was ich haben möchte? Guck mal, ich hab Licht. Licht, ich hab Licht und ihr habt nichts irgendwie. Tschüss, Kenneth. So, sagen wir mal Hallo. Nun, was haben Sie gesagt? Geht es allen gut? Ah, nee. Die Familie muss sie beim letzten Angriff erwischt haben, diese miesen Hunde. Merkt ihr nicht? Verflixt und zugenäht. Wenn wir doch nur mehr Männer hätten, dann könnten wir es mit ihnen aufnehmen. Ich habe es satt, dass sie diese Stadt terrorisieren. Moment mal. Wurde während der Durchsuchung bei den Wests die Leiche ihres Sohnes Ian gefunden? Nein. Warte. Ich habe nicht mitbekommen, dass eine Familie tot ist. Eure Dorf ist vier Häuser groß. Und ihr habt nicht mitbekommen, dass eine Familie weg ist. Wo geht ihr auf Toilette? Wo trinkt ihr und esst ihr jetzt? Naja.
Nein, ich habe nur die Leichen der Eltern gefunden. Das muss die Familie gewesen sein. Ich habe ihren verrückten Führer dabei erwischt, oh mein Gott, wie er unten am Fluss mit Ian sprach. Ich weiß, dass ich sie schon um vieles gebeten habe, aber sie müssen diesen Jungen finden. Er hat etwas Besseres verdient. Das ist zum Beispiel sowas, dass dieses Fats da, Fates, oder wie das heißt, ich habe vergessen, ist eigentlich clever gemacht, gut gemacht, wenn zum Beispiel ein Geiselname oder sowas, da kann man draufdrücken und dann nur die anderen umbringen. Das ist natürlich, wäre ganz gut. Ich wende schon raus, ich habe eine Nachricht für die Familie West von ihrer Tochter. Ja. Ich kann die Nachricht nicht annehmen. Sie müssen sie wohl zu Lucy zurückbringen oder sie Ian übergeben, falls sie ihn finden können. Ja, ich mache das mit Ian. Die West hat Bisswunden am Hals. Bisswunden am Hals? Das ist das Merkwürdigste, was ich je gehört habe. Wirklich? 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 Die Familie muss Kampfhunde dabei haben oder so etwas Ähnliches. Das hat mir gerade noch gefehlt. Was soll ich denn jetzt tun? Die werden immer wieder zurückkommen, bis wir alle tot sind. Jo. Keine Sorge, ich finde schon raus, was passiert ist. Danke, Junge. Sie sind in Ordnung. Ja, darf ich irgendwo schlafen? Achso, nee, ja, warten kann ich auch. Ich muss jetzt los. Wenn ich die Familie das nächste Mal sehe, wird sie für alles büßen. Jo. Dann warten wir hier wohl, oder wie? Oder wo muss ich jetzt hin? Die Familie ist da, Schlupfwinkel und da. Okay. Hier sind die Arschlöcher. Ob Ian wohl böse geworden ist? Ha. Ah, der Mond. Schön. Schön. Okay. Ich kann ja nochmal mit der Frau hier sprechen und ihr sagen, dass die West tot sind. Hallo. Hallo. Ich habe gerade geschlafen. Was ist los? Guten Tag. Ich suche nach Ian. Ich habe keine Angehörigen der Familie West gesehen, seit wir angewiesen wurden, in unsere Häuser zu gehen. Was? Oh Gott. King muss jetzt endlich etwas dagegen unternehmen. Sagen Sie ihm, er soll sich von seinem faulen Hintern erheben und diese Mistkerle jagen. Mach ich schon. Klar, gehen Sie. Ja, geh wieder schlafen. Komischerweise, wenn Sie schlafen, das hasse ich, ja, wie Sie dann... Warte kurz. Ach, die West sind ja tot. Wenn Sie schlafen, dass Sie trotzdem mitbekommen, wenn ich reinkomme und so. Das finde ich ein bisschen doof. Gerade wenn sie schlafen, müssten sie doch eigentlich... Naja. Hallo, was haben denn Sie hier drin zu suchen? Ja, ich suche nach Ian. Nein, jeder bleibt in seinem Haus. Außer Evan King selbst, natürlich. Danke. Vielleicht weiß deine Frau ja was. Hallo, Schätzchen. Ich suche nach Ian. Wenn ich mich nicht irre, ist er mit den Jungs zum Angeln an den See. Diese Taugenichtse. Wer weiß, was für einen Unfug die als nächstes treiben. Ich denke mal, ich muss Ian finden, damit ich... Tschüss. Kommen Sie bald wieder. ...der Schwester das sagen kann. Mir keinen Platz anbieten? Oh, unfreundliches Pack. Hey. Mir egal. Häng mich nicht so an. Bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas gefunden haben. Ja, hier ein Stein. Geil, ne? Stein. Total besonders hier. Okay, nö, das war's dann erstmal. Ich bin gerade überlegen, was ich mache. Wir haben ja einiges, wir können ja einiges machen. Aber ich weiß es nicht. Wir gehen, denke ich mal, erstmal schlafen, bis es hell wird. Ja, bei den Wests schön im blutigen, ekligen West. Oh, wir können ja hier schlafen. Weil ich möchte wenigstens, bis es hell wird. 9.3.77. Genau 200 Jahre später, oder was? Warum sollten sie den Jungen entführen? Weil sie einer von ihnen werden könnte.
Das könnte sein. Schön. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen sehen. Und dann machen wir nächstes Mal hier weiter bei Fallout. Und ich werde mal sehen, was ist. Aber jetzt gerade bin ich ein bisschen kaputt. Kaputt. Und das sieht alles so heftig aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das macht mich so depri, das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.